Bitte ignoriert einfach die Flasche. Die Tamiya Karosserie. Der Baron von Esside. So, das ist jetzt nicht groß. Wenn ich jetzt meine Hand einhebe. Ist nicht groß, ist von Esside. SID eigentlich. Ja, er sah mal so aus. Ich habe den Schrott gefahren. Paginus. Ich tue jetzt so, als wäre er nagelneu, aber eigentlich ist er alter. Hier ist die Funke. Ich habe jetzt noch einen zu kleinen Daumen, deswegen komme ich da nicht hin, aber sonst ist sie gut. Du kannst die Gänge verstellen, hat insgesamt 3 Gänge. Wenn du sie auf dem mittleren Gang hast, dann kannst du die auch anmachen. Geh an jetzt! Geht doch, guck mal, leuchtet das. Pass jetzt aber wieder aus. Hier ist er drinnen. Oh nein. Was ist drauf? Ich nehme die Karosserie mit. Ja, da sieht man es schon. Auf der Verpackung so. Heute so. Ich nehme raus. Ich habe es probiert zu fixen, aber es hat nicht funktioniert. Also man sieht, der hat hier noch so ein... Warte. Hui. Der hat noch seine Probleme. So, ich blende hier nochmal. Zu dem. Frontschaden. Hier kann ich mit meinem Finger rein. Hier ist eigentlich noch was gut, außer diese. Folie ist drauf halt. Sieht hässlich aus. Ein bisschen sowieso was. Das hätte das befriert. Ja. Sonst ist da nichts drin. Der Baron. Ich kann euch zeigen, was unter der Haube steht. Man muss da von solche Karo-Clips runter machen. Ist jetzt nicht der geputzte Wagen, so wie man sehen kann. Lauter Dreck drin. Aber das macht es jetzt nicht aus. Hier muss man nochmal einen Karo-Clip entfernen, um den Akku rauszumachen. Und der Anschalter ist einfach hier. Da ist der Anschalter. Ich frage mich, sind die durchgedreht? Er ist an. Lass an. Ich könnte jetzt lenken. Ich kann auch was geben. Also, der funktioniert. Ich lege ihn auf den Kopf. Power. Ist ein Brushed-Motor. Mit dem Auto wurde ich übers Ohr gehauen. Das Servo macht, was er will. Diese. Ey, vielleicht könnt ihr ihn nicht erkennen, weil er einfach so klein ist. Da ist er. Das ist er. Ich rutsche aus. Hier. Ich mache das aus. Das aus. Guck. Wenn ich die Fernbedienung jetzt anmache und denken will. Die ist an. Ich nehme sie auf den Schuss. Die ist an.
Blinky. Und dies an. Ich teste es jetzt wirklich aus. Irgendwas soll ich testen? Ich habe aber mal nicht geglaubt, dass da der Power-Knopf ist, aber es steht da Power drauf. Hier. Hier, ich muss die Kabel wegmachen. Da steht Power. Fokus! Auf jeden Fall steht der Power, sieht man. Power draufklatschen. Natürlich habe ich nicht nur dieses Wort. Ich bin ja kein Opfer. Nee, kein Spaß. Ich bin kein Opfer, außer ich halte ein Handy in der Hand. Ich zeige euch gar nicht, was ich hier mache. Willst du Karo-Clips da rein? Ja. Moment. Ich hab's endlich hingekriegt. Jetzt fallen nur noch die zwei vorne, aber die sind nicht schwer. Karo-Clips sind ja nicht schwer. Ihr seht kurz Schwarzbild. Ah, nee, doch nicht Schwarzbild. Oh, ey. Karo-Clip. Es ist vollbracht. Bis morgen. Es sind 24 Stunden. Ja, für euch wird es ein kurzer Schnitt. Ich meinte, bis gleich. Ja, hier bin ich wieder. Und gib mir einen Schluck. Hoppla. Yay. Jetzt geht's erstmal zum Kumpen. Ich drehe. Was machst du? Etwas zeigen. Mein Auto. Mein Auto. Das Auto. So, jetzt geht's weiter. Witzschiss, weil hier dieses Ding steht. Willkommen in meinem Reich. Den will ich nicht mehr haben. Mit dem fahre ich fast nie. Den fahre ich nicht, weil er kaputt ist. Drohne. Das fette Teil verkaufe ich. Falls jemand es haben möchte, abonnieren oder Like da lassen, dann weiß ich Bescheid. Hier, den verkaufe ich nicht. Das ist mein Virus 4.0. Den habe ich schon seit 4 Jahren. Fällt mir 2 8000er Akkus, Brushless Motor, 20 Kilo Servo hat das Teil und es wiegt doch ganz schön was. Ja, ich heb das Ding mal neben mich. Dann sieht man, wie groß das Teil ist. Sieht man's? Leck mich am Arsch. Fernbedienung. Eine Schrottfernbedienung. Ach, ich weiß von wem.
Tschüssi. Ich wollte noch sagen, bis gleich. Ich muss immer diesen Teil rausschneiden.